Unsere Erde. In Jahrmillionen entstanden. Atemberaubender Lebensraum mit unglaublichem Reichtum an Tier- und Pflanzenarten. Immer wieder an neue klimatische Bedingungen angepasst. Wie die Arten, Lebensgemeinschaften und Ökosysteme, kurz die Biodiversität der Erde auf den Klimawandel reagiert und umgekehrt selbst das Klima beeinflusst, das untersucht das Biodiversität- und Klimaforschungszentrum, kurz Big F, in Frankfurt am Main. Es macht Big F zu einer weltweit einzigartigen Einrichtung, die Vielfalt von Arten, Genen und Ökosystemen unter dem Einfluss des Klimawandels zu erforschen. Das Besondere am Big F ist wirklich die Tatsache, dass wir als einzige Institution weltweit ganz gezielt untersuchen, wie Klimawandel sich auswirkt auf die Organismen, ihre Vielfalt. Und umgekehrt auch untersucht, wie die Veränderung in den Organismen, in der organismischen Vielfalt wieder Rückwirkungen hat auf das Klima. In dieser Form gibt es das nur bei unserer Einrichtung Big F. Weltweiter Einsatz zu Wasser, im ewigen Eis und zu Land. Organismen und Ökosysteme aller Elemente auf allen Kontinenten und in fast allen Klimazonen. Das alles liegt im Fokus der Forschung von Big F. Die Wissenschaftler analysieren die Vergangenheit und modellieren die Zukunft, rekonstruieren die Evolution, erforschen die Verbreitung und Anpassung von Organismen, von Arten und Lebensgemeinschaften. Big F-Wissenschaftler sind dabei in entlegenen Weltregionen unterwegs. Die biologische Vielfalt, zum Beispiel Westafrikas, ist nicht nur Lebensgrundlage der Bevölkerung, sie ist auch Gegenstand von Untersuchungen über die Nutzung der dortigen Pflanzenarten hinaus. Anhand von Modellierungen berechnet Big F die künftige Verbreitung der Pflanzen Westafrikas infolge der Erderwärmung und ermittelt außerdem den ökonomischen Wert der genutzten pflanzlichen Produkte. Eine wichtige Frage für Big F: Welche wirtschaftlichen Auswirkungen hat der Klimawandel für die Menschen der Region und wie können sie sich dagegen wappnen? In Frankfurt laufen alle weltweit gewonnenen Ergebnisse zusammen. Hier analysieren die Forscher vergangene und gegenwärtige Prozesse und Ereignisse der Evolution. Daraus werden verlässliche Projektionen für die Zukunft abgeleitet. Gefragte Erkenntnisse in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Die Ergebnisse, die wir produzieren, sind natürlich für alle diejenigen wichtig, die irgendwie mit Organismen arbeiten. Das heißt, das sind die Betriebe der Ernährungswirtschaft, der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft. Die alle brauchen unsere Erkenntnisse. Wir arbeiten weltweit und entsprechend sind die Ergebnisse auch weltweit nachgefragt, bis hin zur UNO und zur Weltbank. Besonders gefragte Untersuchungen: Wie verändern sich Organismen durch den Klimawandel? Welche verschwinden oder entstehen? Die Experten weisen in Sedimentschichten aus hunderten Metern Tiefe konservierte Überreste vergangenen Lebens nach, Pollen oder marine Lebensformen. Big F nutzt dieses tausende bis Millionen Jahre alte Material als Archiv. Es birgt Informationen über frühere Klimaveränderungen und erlaubt Rückschlüsse darauf, was uns künftig erwartet. Nur einer unserer Kernsätze, den wir gerne benutzen, ist: Die Vergangenheit ist der Schlüssel für die Zukunft. Wir schauen uns solche Phasen an, wo die Veränderungen abrupt ablaufen. Abrupt in Richtung wärmer werdend oder auch abrupt in Richtung kälter werden und wollen dabei herauskriegen, wie sich das Ökosystem verändert, welche neuen Arten auftreten, welche Arten dann verschwinden, ob die Arten durch Wanderung reagieren können oder ob sie vielleicht sogar aussterben. Ganze Ökosysteme vergangener Zeiten kann Big F so analysieren und rekonstruieren und Prognosen für die Zukunft stellen. Diese Forschung liefert bislang unerreichte, hochpräzise Aussagen, wie sich Klimaänderungen auswirken. Diese Ergebnisse ermöglichen den Wissenschaftlern Einschätzungen, welche Langzeitkonsequenzen der Klimawandel hat. Lebenswichtige Erkenntnisse gewinnt Big F mit Untersuchungen, wie sich Krankheiten unter veränderten Klimabedingungen ausbreiten können. Aktuell ist die Tigermücke im Fokus. Unter welchen klimatischen Bedingungen kann sich diese gefährliche Art hierzulande ausbreiten? Welche Krankheiten überträgt sie? Wie anpassungsfähig ist sie gegenüber Insektiziden? Das sind nur einige Fragen, die sich die Forscher von Big F stellen. Ja, unser Ziel ist es herauszufinden, ob der kombinierte Einfluss von Temperaturerhöhung und Pflanzenschutzmitteln Auswirkungen auf die Population der Tigermücke hat.
Eine weitere hochaktuelle Frage ist, wie passen sich Arten genetisch an den Klimawandel an und wie schnell? Der Ansatz der Big F-Forscher, die Auswertung biologischer Archive, in diesem Fall jahrzehntealte Ablagerungen aus europäischen Gewässern, in denen ebenso alte, aber noch lebensfähige Dauereier von Wasserflöhen enthalten sind. Die Wissenschaftler erwecken diese spektakuläre 40 Jahre alten Dauereier zu neuem Leben und setzen die geschlüpften Wasserflöhe heutigen Bedingungen aus. Molekulargenetisch analysiert geben sie Preis, dank welcher genetischer Anpassungsmechanismen Arten mit Veränderungen in ihrem Lebensraum zurechtkommen. Erkenntnisse, die angesichts des beginnenden Klimawandels wichtig sind. Aus der Anpassungsfähigkeit von Arten, ihrer heutigen Ausbreitung und der Einbeziehung von Klimaszenarien lässt sich dann ihr zukünftiges Vorkommen modellieren. Der Lebensraum montaner Wasserinsekten zum Beispiel wird kleiner. Das ist Forschung mit Zukunftspotenzial. Dafür gründeten die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, die Goethe-Universität und das Institut für sozial-ökologische Forschung, Big F. Das Land Hessen finanziert diese Forschung im Rahmen von LOEWE, der Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Gemeinsam mit den weiteren Partnern, dem Deutschen Wetterdienst, dem Umweltsatellitenbetreiber EUMETSAT sowie mehreren kleinen und mittelständischen Unternehmen steht Big F für Innovation und Exzellenz in und für die Zukunft. Big F. Biodiversität und Klimaforschungszentrum.